Hallo und wunderschönen guten Tag, liebe Trader und Investoren. Forex und Makro-Wochenausblick Montag, 11. November 2019. Bevor wir loslegen, wie immer unser Risikodisclaimer: Wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. Alles, was wir hier sagen, dient zu Ausbildungs- und Informationszwecken, um einen Einblick zu geben, wie unsere Ausbildung zum professionellen Investor und Trader aussieht. Für unsere Futures Trader gilt die CFTC-Regel 4,41 und Copyright gilt ebenfalls. Für diejenigen, die neu im Kanal sind, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Bitte, bitte gerne abonnieren. Hier einige der Background-Informationen zu meiner Position. Die Position ist, ich bin ich. Das ist immer ganz lustig. In den Seminaren werde ich oft angesprochen von Teilnehmern, sagen die, du bist ja genauso wie in den Videos. Ja. Das ist ja der Vorteil. Ich habe nach meinem Burnout gelernt, keine Maske mehr zu tragen. I am who I am, take it or leave it, I pretty much don't care. Ich kann es nicht jedem recht machen. Trade letzte Woche, das machen wir immer. Wir schauen, wie es letzte Woche aussah. Wir wollten den kanadischen Dollar shorten und den japanischen Yen long gehen. Die Gründe hierfür stehen nochmal auf der Folie. Aber ganz, ganz wichtig, das ist auch mal meine Bitte von jedem Trader, der bei uns die Ausbildung durchlaufen hat. Du erkennst einen professionellen Trader immer an der Szenarioanalyse. Er sagt immer, das ist mein Szenario, auf welches ich hochgradig professionell wette. Wir sind nämlich professionelle Spekulanten. Aber das Risiko für meinen Trade ist, ja, es gibt nämlich immer ein Risiko für den Trade. Es kann sich jederzeit was ändern. Meistens, wenn Donald morgens aufwacht und seine Patschehändchen auf den Tweet-Button drückt, dann kann sich schon sehr direkt schnell was im Sentiment ändern. Wir hatten Short avisiert, ab der 83,15 wollte ich suchen. Und wie so häufig, was soll ich montags morgens sagen? Ich muss natürlich Charts lesen können. Und in dem Fall war das High 83,12. Und das Low war 82,13, also weder die 83,15 wurden erreicht, noch die 82,18. Aber wie man sehr gut sehen kann, habe ich trotzdem Kohle gemacht. Der Trade, ich habe mich einfach eingestoppt in der Area, in der ich Short sein wollte. Der Markt lief erst ein bisschen noch in die Short-Akkumulation rein. Dann lief der Trade schon sehr, sehr gut an, kam nochmal zurück. Toxic Order Flow wurde identifiziert. Gut, wurscht. Bilden wir alles aus, Liquidität abgegriffen und dann ging der Trade nochmal durch. Hier ist ein doppelter Hoover Trade, ist auch ein Trade, den unsere Trader lernen. Also relativ einfach und heute Morgen habe ich dann früher zugemacht und nicht auf den Gewinn gewartet. Warum? Weil heute Feiertag in den USA ist. Die Börsen haben zwar offen, aber trotzdem Veterans Day. An alle meine Kameraden, thank you brothers and sisters in arms for protecting my freedom. Ich habe selber 8 Jahre gemacht und nichts, aber auch gar nichts ist selbstverständlich an meiner Freiheit. Und ich habe gedient und heute diene ich der Gesellschaft, indem ich mein Fachwissen weitergebe, zumindest an einen kleinen Kreis, meine Students oder Thorsten und meine Students und Thorsten Andrea meine Students. So, Stärke gegen Schwäche über Nacht sehen wir, wow, bisschen Risk-Off ist reingekommen, Australien-Dollar wurde abgestraft, Neuseeland-Dollar sah ein bisschen Stärke. Übrigens, da schaue ich für die Neuen, schaue ich unten links, ne? Der Farbcode hier, das zeigt uns in Realtime an, wo Geld, in welche Währung Geld reingeht und zwar singulär die Währung rausgerechnet und in welche Währung Geld rausgeht und deswegen nennen wir es Stärke gegen Schwäche. Aktuelle Schlagzeilen heute Morgen, als wir reinkamen. Wir hatten Risk-Off in Asien, die Aktien waren rot, leicht schlechteres Sentiment, denn es gibt mal wieder ein paar Stolpersteine, was den Trade-Deal angeht. Da kommen gemischte Headlines. Trump hat noch nicht zugestimmt, einige der Strafzölle wieder auszusetzen. Sein Trade Advisor sagt, naja, da steht auch nicht genügend für Intellectual Property drin, aber es ist ja Phase 1. Die Chinesen wollen aber, dass Strafzölle in Phase 1 schon runtergefahren werden. Es bleibt spannend. Deswegen ganz, ganz schnell Risk-Off. Übrigens, wir haben gestern Abend, habe ich von 8 Uhr abends, 4 Stunden lang Gruppencoaching gemacht. Danke nochmal für alle, die dabei waren. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und da hatten wir schon avisiert, gestern Abend, dass die Aktien in loftiger Höhe sind und wir da einen Rücksetzer erwarten können. Ja, wir können das vorher sagen. Und ja, wir bilden dich so aus, dass du vorher weißt, welche Assetklasse du wann, bei welchem Preisniveau, wie long oder short gehst. Und wir wissen das vorher, ansonsten wissen wir nicht, was wir tun. Das heißt, wir haben eine mathematische Wahrscheinlichkeit zwischen 70% und 95%, dass dieser Trade so agiert, wie wir das voraussehen. Ansonsten handeln wir gar nicht. Dann hatten wir in Hongkong Underperformance. Warum?
Tut mir leid für den einen Protestanten, der ist angeschossen worden. Die haben nämlich dort scharf geschossen. Das ist übrigens die 23. oder 24. Wochenende in Folge mit solchen Unruhen. Äußerst unschön. Wenn wir uns die PMIs ansehen, da sehen wir auch, dass Hongkong rot, rot, roter als rot ist. Das ist die einzige Volkswirtschaft in Asien, die knallrot ist. Das ist 1:1 aufgrund von diesen Unruhen zurückzuführen. Australien hatten wir Stärke gesehen, vor allen Dingen in defensiven Aktien und im Finanzsektor. Wir hatten in Japan hatten wir plus 0,2. Sehr schade, Jay. Nein, Entschuldigung, wir hatten minus 20 Basispunkte wegen der Yen-Stärke und wir hatten schlechter als erwartete Zahlen. Hier sehen wir es. Wir haben Core Machinery Orders, die kamen sehr schlecht rein, Current Account kam schlechter rein und Economy Watcher Sentiment auch sehr schlecht. Und das ist ein bisschen abstrakt, weil wenn in Japan die Zahlen schlecht reinkommen, steigt der Yen. Das ist also genau umgekehrt von der Logik. Hang Seng minus 2,5 und Shanghai minus 1,2. Wir sagten es schon aufgrund von den Handelsunsicherheiten zwischen den USA und China. Aber auch die People's Bank of China sitzt auf ihren Patschehändchen und schießt keine Liquidität in den Markt. Das finden die Aktien nicht so witzig. Und wir hatten gemischte chinesische Inflationsdaten. Wir hatten CPI year-on-year kam besser rein mit 3,8. Aber unsere Preise für die Input-Variablen, also PPI, kam schwächer rein. Von daher gemischtes Bild hier und damit ein bisschen Unsicherheit in den chinesischen Aktien. Singles Day in Asien. Das ist dieser Tag, an dem Online-Verkäufe durch die Decke gehen. Da hatten wir in Asien jetzt schon in den ersten 90 Minuten die Hälfte des Umsatzes erreicht von letztem Jahr. Letztes Jahr hatten wir einen Rekordumsatz von 31 Milliarden Dollar am Singles Day. Und das wurde schon übertroffen, die Hälfte davon in den ersten 90 Minuten. Warum schauen wir uns das an? Das ist wichtig für Alibaba, denn die haben uns avisiert, sie wollen ein IPO machen, also an die Börse kommen in Hongkong und ungefähr 15 Milliarden dort abgreifen an Eigenkapital. Die Bank of Japan Summary of Opinion, hattet ihr eben gesehen, die kam ebenfalls und da sagte, das Dokument sagte aus, dass die japanische Wirtschaft wahrscheinlich weiter expandiert. Auch hier, die Aktien laufen ja hervorragend, da die Auswirkungen der Abschwächung der globalen Wirtschaft auf die Inlandsfrage begrenzt sein dürfte. Die haben tatsächlich einen sehr robusten Domestic Market, also Inlandsnachfrage, genauso wie ihr Schuldenberg, fast ausschließlich domestic, also im Inland gehalten wird. Das ist sehr gut, dadurch kann kein externer Schuldner die Regierung unter Druck setzen. Das ist auch der Grund, warum die Liquidität so hoch ist. Das ist auch der Grund, warum Geld in dem Yen sehr günstig geparkt wird. Die Veränderungsrate der CPI year on year wird voraussichtlich allmählich in Richtung 2 gehen. Bullshit! Ne? Never. Aber egal. Naja, never kann man nicht sagen. Es gibt keine Absolutismen, aber sehr, sehr schwierig. Aber es wird erwartet, dass einige Zeit dauern wird. Ja, warten wir jetzt schon seit geraumer Zeit, bis sich die Inflationsrate beschleunigt. Good luck. UK-Wahlumfragen. Nochmal, ich sagte das letzte Woche oder vor zwei Wochen, das ist relativ schwierig, wegen Passing the Poll, das ist dieser Mechanismus in UK, aus diesen Wahlumfragen überhaupt irgendwas über die Sitzeverteilung im Parlament dann abzuleiten. Ist quasi nicht richtig möglich. Okay? Deswegen einfach nur zur Information, die Conservatives sind weit vorne, vor Labour, Liberal Democrats und dann die Brexit Party. Moody's bestätigte übrigens UK mit AA2, aber hat den Ausblick von stabil auf negativ gesenkt. Und das hatte direkt Auswirkungen auf die Aktien und auf die Anleihenmärkte heute in der London Session. Spanien Wahlen, wie erwartet, hat keine Partei die Mehrheit erreicht, obwohl die spanischen Sozialisten die meisten Sitze abgegriffen haben. Konservative Volkspartei Zweiter und dann die rechtsextreme Vox hat immerhin plus 28 Sitze, ist auf 52 gekommen und die OP minus 7 Sitze verloren. So, jetzt kann der PM da sehen, wie er vielleicht doch noch eine Regierung gebildet bekommt. Ansonsten geht das Spiel weiter. ING erwartet übrigens, dass der Euro sich als bevorzugte Finanzierungswährung herauskristallisiert hat. Also, wir nennen das auf Englisch eine Funding Currency. Warum? Weil die Zinssätze im nächsten Jahr voraussichtlich weiter auf dem Tiefpunkt bleiben. Dafür wird Christine Lagarde schon sorgen, gell? Heute Morgen um die 1,1050. Im Euro geht richtig viel im Optionsmarkt ab. Sehr, sehr gut und leicht zu traden im Moment. Bis Mittwoch muss Trump entscheiden, ob eine Abgabe auf EU-Autohersteller erworben werden soll oder nicht. Ja? Japan, Europa und Südkorea wurde ja angedroht, dass Strafzölle auf Autoimporte nach USA erhoben werden würden.
Wichtig, das Center for Automotive Research prognostiziert, dass diese 25%igen Zölle auf Autoimporte den Preis für so eine Karre um knapp $7,000 pro Auto im Schnitt erhöhen würde. Das findet der amerikanische Konsument nicht wichtig, okay? Der amerikanische Durchschnittsami hat nicht mal $2,000, um sich irgendwie eine Reparatur im Haushalt leisten zu können. Die leben ausschließlich in der Allgemeinheit auf Pump. 7.000 ist zu viel, das ist nicht möglich. Das Zweite, was wir ab jetzt jede Woche im Hinterkopf haben und es nicht mehr vergessen, ist, dass der Wahlkampf in Full Effekt ist für die Presidency im Weißen Haus, okay? Und nochmal, ich sage das jetzt jede Woche, bis dein Unterbewusstsein das kapiert, das Einzige, was zählt für einen Sitting US President, ist, ob die Märkte oben sind am Tag der Wiederwahl. Alles andere ist Schall und Rauch. Also, hier wird gar nichts angebrannt werden. Ich gehe davon aus, dass keine weitere Handelskriegsfront aufgemacht wird, sondern Trumpy Baby wird da ganz schön kuschen und gar nichts machen im Moment. Denn auch die amerikanische Autoindustrie ist angeschossen. Da gibt es schon die ersten Arbeitsplatzverluste. Das haben wir im Hinterkopf. Übrigens, wir hatten ja auch letzten Monat diesen Streik von General Motors. Und das hat sogar auf alles Mögliche an Wirtschaftszahlen gedrückt. Ja, nicht nur das GDP, sondern auch weitere Faktoren. Also ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Da passiert meiner jetzigen Einschätzung nach nichts. Und nochmal, ich ändere meine Meinung in Nanosekunden, wenn neue Daten reinkommen. Auch ganz wichtig. Cable, Widerstand bei 1,2835 heute Morgen. Warum? Wie gesagt, Moody's hat den Ausblick von stabil auf negativ herabgestuft und die Kapitalmärkte haben leicht darauf reagiert. So, dann haben wir in Neuseeland natürlich das Board, aber wir haben auch, wie bei vielen Volkswirtschaften, ein Shadow Board. Also das wird einfach nochmal Ökonomen, die da sitzen und so tun, als wären sie die Geldpolitiker des Landes. Und die erwartet im Durchschnitt, dass die RBNZ bei der Sitzung in dieser Woche den Leitzins unverändert lässt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben da eine 50-50 Wahrscheinlichkeit im Moment. Der Markt preist 63, 62, 65% Wahrscheinlichkeit im Moment ein, dass die Zinsen, der Leitzins in Neuseeland am Mittwoch gesenkt wird. Aber die Top-Forecaster, 4 Stück, die da auf Platz 1 sitzen, die sind geteilt. 2 davon sagen, es gibt eine Zinssenkung, 2 davon sagen, es bleibt. Die Daten waren relativ gut, ich habe eine Folie dazu gebaut und das NISA Shadow Board sagt ebenfalls, wir denken, die Zinsen bleiben so. Das ist dann ein Long, okay? Weil die Zinssenkung ausgepreist wird, die jetzt eingepreist ist. Das Spektrum der Ansichten hat sich seit der letzten Sitzung mit einem stärkeren Hang zu einer höheren OCR erweitert, während es feststellte, dass die jüngsten Daten gemischt sind. Genau dasselbe haben wir festgestellt, haben meine Trader festgestellt, hat jeder festgestellt, er weiß, was er tut. Daten kamen gar nicht so schlecht rein und das globale Sentiment hat sich durch diesen Phase-1-Deal USA-China verbessert. Öl. Öl leicht schwächer heute Morgen. Wir hatten gestern noch gesagt im Seminar abends, im Webinar, wir wollen ab 58 bis 60, da suchen wir nach einem Short im Öl. Da sind wir gar nicht mehr hingekommen. Montagmorgen auf, Amis nicht da, direkt schicken. Also interessant. Warum? Wir haben Supply, also die Angebotsseite, da haben wir die verschiedenen Faktoren. Wir haben die Keystone Pipeline in Kanada, die hat wieder ihre volle Pumpleistung aufgenommen und im Iran wurde ein Mammutölfeld entdeckt. Massiv, mega, 53 Milliarden Barrels neues Ölfeld. Und das erhöht die nachgewiesenen Reserven des Landes um ein Drittel. Und das verstärkt natürlich sofort den Druck auf den Energiekomplex und die Ölhändler hatten noch keine Zeit, auf diese neue Nachricht zu reagieren und deshalb Öl heute Morgen an dich. Und jeder, der dir erzählt, dass News irrelevant sind, hat keine fucking Ahnung von diesem Beruf. Ich muss es so nachdrücklich sagen, okay? Gar nichts siehst du im Chart. Das ist eine neue Information. Am Wochenende konnte nicht sauber darauf reagiert werden. Heute Morgen Öl an dich. Da kann ich gestern Abend so viel quatschen, wie ich will. Wir sehen vielleicht die 58 noch. Nein, da siehst du gar nichts mehr. An dich. An dich heißt verkaufen, sorry. Baker Hughes, wir haben Bohrinseln minus 7, 6,84, Erdgas unverändert bei 1,30 und gesamt sind wir um 5 Bohrinseln gefallen, runter auf 8,17. Treasuries sahen Schwäche. Schwäche im Kurs heißt Renditen rauf auf einem Niveau, was wir seit Juli nicht mehr gesehen hatten. Was passiert hier? Wir haben in USA einen Bear Steepener. Habe ich gestern zum 576.000. Mal meinen Tradern en Detail erklärt. Jetzt hat es auch der Letzte verstanden, was das für Aktien bedeutet.
angesichts der gemeldeten Fortschritte im US-China-Handelskrieg. Dann haben wir auch vor 2 Wochen besprochen, hier montags morgens die Treasury Refunding Schedule. Es kommt also mehr Angebot an Staatsanleihen auf den Markt, weil die Staatskasse in den USA refinanziert werden muss. Und wir haben einen Anstieg an Unternehmensemissionen. Logischerweise bei dem Zinssatz, und ich bin J. Medrow Corporation, nehme ich mir so viel Fremdkapital wie nur irgend möglich bei den niedrigen Zinsen auf und kaufe davon meine eigenen Aktien zurück. Ja? Und 4. Punkt, die Fed ist auf data-dependent und neutral umgeschaltet. Keine weiteren Zinssenkungen für 2019 werden mehr erwartet. Der Markt preist somit nur 5% Wahrscheinlichkeit ein. Die Fed selber sagt nichts mehr und damit haben wir Verkaufsdruck in der ersten Novemberwoche gesehen von den Staatsanleihen. Ich sagte das vor Wochen schon mit meinen Tradern. Wir saßen im Webinar und ich habe gesagt, es kann nicht sein. Wir haben Staatsanleihen, die sind oben, wir haben Aktien, die sind oben, wir haben Gold, die sind oben, alles ist oben. Irgendwer muss Platz machen. Dieses QE, was da gespielt wird, kann nicht ewig halten. Und meine Annahme war, dass die Staatsanleihen abverkauft werden und wir tatsächlich einen leichten Anstieg in der Inflation bekommen. Es kam genauso. Boliviens Präsident Morales trat aufgrund von Druck vom Militärchef des Landes zurück. Weiß einer von euch, was das größte Exportgut Boliviens ist? Wenn nicht, feuerfrei Google fragen. Interessante Info nämlich. US-Präsident Trump tweetet, dass es ein sehr positiver Schritt wäre, wenn der Iran in der Lage wäre, den entführten ehemaligen FBI-Agenten Robert Levinson in die USA zurückzuüberführen. Wow! Und wenn ihr das nicht tut, kommen meine Freunde von den SEALs und holen ihn. Also besser den Kameraden zurückschicken. Parallel war im selben Tweet noch erwähnt, dass er es nicht so eine günstige Idee findet vom Iran, dass die weiter jetzt Uran anreichern. Also er steigt selber aus dem Atomabkommen aus, beschwert sich jetzt aber, dass der Iran da Uran anreichert. Also auch das haben wir ganz, ganz leicht im Hinterkopf. Bitte nicht überbewerten, brennt im Moment nichts an, aber man weiß ja nie, wann man mal wieder einen Krieg braucht während des Wahlkampfes, abwarten. Okay, wir haben es nur im Hinterkopf. Alright. Makro, Inflationsüberraschung. Aha, nochmal, ich sagte es ein paar Mal, jetzt habe ich eine eigene Folie gebaut. Meiner Einschätzung nach kann es sein, dass die Welt ein bisschen die Inflationserwartungen unterschätzt. Und hier warum? Wir haben nämlich unabhängige Ereignisse, die zumindest das Potenzial aufweisen, diese Konsensmeinung über niedrige Inflation, deflationäre Welt zu stören. Warum? Punkt 1. Hier sind die PMIs. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Deutschland 42,1, schlechteste PMIs in Oktober überhaupt von allen, die wir jetzt hier aufgelistet haben. Und China die besten. Punkt 1, nicht verpennen, wenn China sich erholt, dann weitere Erholung der globalen Weltwirtschaft. Und das ist genau das Szenario 1:1, was die Aktien gerade spielen. Also, wenn du dir Deutschland in der Rezession vor Augen führst, als Zuglokomotive Europas und auf der anderen Seite der Eurostoxx an All-Time-Highs handelt, dann weißt du, entweder haben die Aktien Kool-Aid gesoffen oder aber die Erholung ist in der Realwirtschaft, die Aktien avisieren, noch nicht angekommen. Und das ist die Diskrepanz, das liebe ich an diesem Beruf, das liebe ich so. Kein Tag, keine Woche, kein Quartal, kein halbes Jahr, kein Jahr ist gleich als das andere. Und wichtig, die Leute, die sich Charts angucken und sagen, ja, ich habe den Aktienausbruch gehandelt, weil wenn man sich den Verlauf von 2013 drauflegt auf 2019, dann sieht man, dass die Aktien steigen. What the fuck? Das ist völlig irrelevant. 2013 hatten wir eine völlig andere Welt, völlig andere PMIs, völlig andere Themen, die der Markt gespielt hat. Das ist genauso unsinnig, wie sich einfach einen Chart einzuzeichnen, Support und Resistance, ohne zu wissen, ob sich irgendwas fundamental verändert hat und der neue Fair Value höher oder tiefer liegt. Also, nochmal, Riesendiskrepanz zwischen, was die Aktien avisieren für die Realwirtschaft und wo die Realwirtschaft im Moment ist. Laut den PMIs würde ich versuchen, irgendwas in China long zu gehen und dagegen irgendwas in Deutschland zu shorten. Ja? Was haben wir für Faktoren, die jetzt dafür sprechen könnten, dass das deflationäre Weltbild gestört werden könnte? 2 Sachen. Erstens, wir hatten vor geraumer Zeit den Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in China. Das war vor über einem Jahr, haben wir einige Artikel zu gepostet, auch auf Twitter. Die Preise haben sich über 200% dort verdoppelt,
angestiegen für Schweinefleisch. So, übrigens auch interessant, haben die früher gar nicht gegessen, nicht in den Mengen. Seit die ihre Ernährung auf die westliche Welt umgestellt haben, haben die Darmkrebs etc. pp. Ich war am Wochenende bei Sascha, der hat mir nochmal eine Studie gezeigt. Es gibt einen 1:1 Nachweis darüber, dass erhöhter tierischer Proteinkonsum zu Darmkrebs führt. Also es ist komplett miteinander gelinkt, fand ich ganz spannend. Und wir haben in Japan jüngst die Verbrauchsteuererhöhung gehabt, die sie endlich durchgedrückt haben. Dann hatten wir diesen Wutanfall im US Repo Market, Tantrum, ja, diesen Zinsanstieg, weil auf einmal Dollarknappheit herrschte. Bumm, international, nicht in den USA. Das hat die Fed veranlasst, ihre Bilanz wieder weiter auszuweiten, was übrigens auch bullisch für Aktien ist. Das ist ein QE, auch wenn Paul sagt, es ist kein QE, es hat denselben Effekt. Ist doch wurscht. Es geht doch darum, trade what you see, not what you think. Und in dem Fall ist es so, wir haben also eine Ausweitung der Bilanzsumme. Wirkt inflationär. Und wir haben China's Fixed Asset Investment, das ist immer noch depressed, ist immer noch am Boden, aber die Zulassung auf neue FAIs kommen doppelt so schnell rein wie im vergangenen Jahr. Das haben wir im Hinterkopf auf dem Radar. So, hier sehen wir den ominösen 5-Year Forward Inflation Expectation Swap und wir sehen, dass der im Moment in der Mitte der Mitte der Mitte ist, aber keine neuen Lows aus dem Mai, Juni 16 gemacht hat. Nicht aus dem Sommer 16, diese Lows hat er nicht mehr gemacht, sondern wir fangen an zu drehen. Das haben wir auf dem Radar. Wie sieht's mit dem Sentiment aus? Wir hatten noch nie, das gab es noch nie, 4 Quartale in Folge, wo institutionelles Geld rausging aus Aktien und rein in Geldmarktprodukte. Jetzt haben wir Jahresende und FOMO tritt ein. FOMO ist das englische Wort für Fear of Missing Out. Das heißt, die ganzen Portfolio-Manager, Aktiengurus, die sowieso Kool-Aid gesoffen haben, die raus sind aus Aktien, kriegen jetzt auf einmal Schiss, sehen, wie ihre Benchmark ihnen abhaut. Sie haben keine Outperformance, sie wollen aber 4,95 als Bonus. Jetzt geht die ganze Kohle wieder rein in den Aktienmarkt. Und Achtung, der Aktienmarkt steigend wirkt inflationär. Das ist nämlich ein Sachwertinvestment. Extreme Gold-Long-Positionierung gegen Kupfer-Short. Also wir haben Risk-Off hatte sich so manifestiert bei den Großinvestoren, dass sie in Gold gegangen sind, wegen auch fehlender Inflation und reingegangen sind in den Kupfer-Short. Also nicht rein, Kupfer-Short gegangen und extreme Long-Positionierung, wenn die aufgelöst wird, geht das genau in diese Risk-On-Richtung. Und wir haben 16 Billionen Dollar, das habe ich schon richtig übersetzt, ne? Auf Englisch sind das Trillion, also 16 Billionen Dollar negativ rendierende Anleihe. Herzlichen Glückwunsch an Frankreich, die sind letzte Woche da rausgetreten aus dem Club, die 10-Jährigen sind wieder positiv in Frankreich, ganz toll. Was bedeutet das jetzt für mich? Das bedeutet ein Switch in der Asset Allocation und ein Trade-Beispiel. Ich habe das schon vor 3 Wochen in unserem Dienstagswebinar zur Fortbildung der fortgeschrittenen Trader gezeigt. Da bin ich Short Consumer Staples, hatte ich antizipiert. Was ein guter Pair-Trade sein kann, kann Long Energy gegen Short Staples sein. Ja, ich weiß, darf man hier dank der tollen MiFID-Bullshit-Regulierung darf der Retail-Trader keine amerikanischen ETFs mehr handeln, dann machst du es halt über Optionen, bildest du es ab und kaufst dir mehr als 30 Tage Laufzeit, ansonsten frisst dich der Täterverfall auf. FX und Zentralbanken, was steht diese Woche an? Fangen wir an mit der Dollar und der Fed. Am Dienstag spricht Donald vor dem Economic Club of New York. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil er 2016 eröffnete bei demselben Economic Club of New York, dass er 25 Millionen neue Stellen schaffen will, dass er ein Wirtschaftswachstum von 3,5% anpeilt und dass er die Gewerbesteuer 15% senken will. Frage, was ist die aktuelle Prognose für das nächste Quartal, also was veröffentlicht wird, Wirtschaftswachstum in den USA, quartalsmäßig. Wer weiß es, haben wir auch gestern Abend besprochen. New York sagt 0,73% Wachstum und Atlanta sagt 1% Wachstum. Äußerst spannend, also weit unter 3. Trump könnte diese Rede jetzt am Dienstag verwenden, um seine wirtschaftlichen Qualifikationen im Gegensatz zu den Demokraten bekräftigen. Nochmal, jede Woche sprechen wir jetzt über den amerikanischen Wahlkampf. Jede Woche. Das ist das Einzige, was jetzt zählt, ist dieser Wahlkampf. Eine jüngste ABC-Umfrage ergab, dass 44% der Amis der Meinung sind, die Wirtschaft, seit Trumpy im Seat ist, hat sich verbessert. 22 meinen, hat sich verschlechtert und ein Drittel sagt es ungefähr gleich. Das ist ganz spannend.
Die Demokraten setzen sich nämlich für eine sozialistischere Agenda ein und Trump ja für eine eher Free Market Agenda. Und die Sozialisten möchten die Gesundheitsversorgung anpassen. Da konzentrieren sie sich drauf. Also sowas Ähnliches, was wir aus Deutschland kennen. Das soll über eine Vermögensteuer finanziert werden. Das ist natürlich ein großer Dorn im Auge für Trump und seine Kumpanei. Und da das ist das Hauptthema im Moment. Ja? Dann haben wir am Mittwoch, ganz wichtig, Mittwoch und Donnerstag vor dem Finanzausschuss spricht Jay Powell, einmal vor dem Senat und dann vor dem Haus. Und hier erwarten die Analysten, dass seine Kommentare vom letzten Fed-Meeting, 31.10., wiederholt werden würde, weil die Fed jetzt in einem data-dependent, schrägstrich abwartenden, schrägstrich neutralen geldpolitischen Modus ist. Aber was hat sich verändert seitdem? Verändert hat sich seitdem die positivere Entwicklung der Handelsgespräche zwischen USA und China und dem ominösen Phase One des Abkommens, was demnächst unterzeichnet werden soll. Keiner weiß aber wo. So, hier ist es wichtig, da werden sowohl die Abgeordneten als auch die Fragesteller Paul drillen. Wie sieht er denn jetzt diese Entwicklung als Head der Central Bank? Denn als Begründung flossen für die Insurance Cuts, die letzten Zinssenkungen, flossen nämlich genau dieses Argument mit ein. Da sagte Powell, na, wir haben gesagt, Handelskrieg, global wirtschaftlich schlecht, sind wir auch nicht ganz immun, müssen wir also ein Auge drauf halten, deshalb machen wir mal das Wirtschaftsgutgeld billiger, unter anderem. Aha, jetzt wird die Frage kommen, Herr Powell, hat sich in Ihrer Einschätzung etwas verändert? Wie sehen Sie denn jetzt das als Einflussfaktor für weitere Insurance Cuts? Denn nochmal, der Markt preist eine 5%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass im Dezember nochmal gecuttet wird, also keine. Aber für 2020 preist er heute Morgen eine Zinssenkung ein mit 49,2%iger Wahrscheinlichkeit. Das, bitte zuhören, ist aber absolut konträr zu dem, was die Fed uns gesagt hat. Die Fed hat gesagt, wir sehen unseren Leitzins nächstes Jahr bei 1,75 bis 2. Und das ist ganz ein kompletter Einzinsschritt über dem jetzt vorherrschenden Niveau. Und das wird mega spannend. Kriegen wir eine wirtschaftliche Erholung wieder, dann kann es sogar sein, dass die Fed demnächst die Zinsen erhöht. Demnächst, also im Laufe des nächsten Jahres. Ja. Im Moment sagt der Markt, nein, sehen wir alles nicht. Knapp 50% Wahrscheinlichkeit, dass du, liebe Fed, nächstes Jahr so wieder senkst. Ich muss ein bisschen Gas geben, sorry. Okay, dann haben wir am Mittwoch Consumer Price Index 0,3 versus 0. Letztes Mal annualisiert bei 1,7, bleibt unverändert. Core soll auch leicht besser kommen, annualisiert unverändert bei 2,4. Entscheidend ist, dass diesmal bei einigen Kategorien neue Tarife, die im September gegriffen haben, mit einfließen. Also deswegen eine höhere Inflationszahl. Okay? Hier schauen wir auf Sportgeräte, Video-Audio-Produkte, Musikinstrumente und fotografische Geräte plus jeweilig Zubehör. UBS sagt uns, dass die CPI bis Ende Frühjahr auf 2,9 ansteigen wird, weil nicht alle Zölle auch in Phase 1 zurückgenommen werden. Und während Core PCE im Oktober voraussichtlich konstant bei 1,7 bleibt, also wie erwartet und eingepreist, sieht die Bank bis Ende Frühjahr auf 2,3 CPI Core ansteigen. Das ist interessant. So, Freitag haben wir dann noch Retail Sales. Die sollen auch besser kommen als letztes Mal. Da waren sie ja contractionary. Diesmal sollen sie expansiv kommen. Wir hatten festere Spitpreise in dem Monat und das wird wahrscheinlich ein bisschen die Schwäche, was Fahrzeugverkäufe angeht, austarieren. Dann, auch wichtig, die Gesamtlöhne der Produktionsarbeiter steigen im Moment annualisiert weiterhin zwischen 4,5 bis 5%. Wenn du jetzt in dem volkswirtschaftlichen Modell davon ausgehst, dass der Mr. und Mrs. Smith keine Sparentnahmen machen, also sie haben sowieso grottenwenig gespart, aber keine zusätzlichen Spareinnahmen machen, dann reicht tatsächlich der Anstieg in den Gesamtlöhnen der Produktionsarbeiter, um ein Konsumverhalten im Bereich von 2,5 bis 3% Wachstums pro Jahr zu unterstützen. Das heißt also gut. Das heißt also gut. Was sind Minus? Das ist also gut. Ja? Amerikanische Volkswirtschaft läuft. Das müssen wir da einfach mitnehmen. Kiwi. Mittwoch kommt diese ominöse erwartete Zinssenkung. Und es ist ganz, ganz spannend, kommt um 1:30 Uhr morgens, kannst du dir überlegen, ob du wach bleibst.
Da wird unser Chat wahrscheinlich brummen, der eine oder andere wird davor sitzen, denn diesmal lohnt es sich. Das Beste überhaupt ist, wenn der Markt zweigeteilt ist. Und wie gesagt, wir haben im Moment 65%ige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Zinssenkung kommt. Die Top-Forecaster sind aber 50-50 gesplittet. Jetzt gucken wir auf die Zahlen, die zuletzt waren. Also Wirtschaftswachstum, wahrscheinlich schwächer als von der RBNZ erwartet. Immobilienmarkt, Inflation und Arbeitsmarkt waren aber alle stärker. Also CPI 0,7 versus 0,6, GDP 0,5 versus 0,4, Employment Change Q&Q unverändert mit 0,2 und Unemployment Rate 4,2 versus 4,3. Gut, das sieht also ganz gut aus. Warum sollen sie jetzt cutten? Ist die eine Frage. Ja? Darüber hinaus ist der Kiwi günstig, also ist ein bisschen gefallen im Preis. Andere Zentralbanken sind nicht mehr expansiv, was die Geldpolitik angeht, sondern halten erstmal die Füße still. Und die Stimmung, sehen wir allein an den Aktien, in den globalen Märkten hat sich komplett gedreht, hat sich verbessert. Deswegen, ganz wichtiger Punkt, die RBNZ weiß das schon, wir noch nicht. Am Mittwoch kommen Inflation Expectations. Und letztes Mal sind die von 2,01 runtergebrochen auf 1,86. Und das hat einen ganzen Zinsschritt vernichtet. Wenn die RBNZ clever war damals und das gesehen hat, hat sie gesagt, super, wir cutten direkt 50 Basispunkte, nivellieren also diesen Abfall in den Inflationserwartungen und unterstützen mit quasi einem Zinsschritt, der dann noch übrig bleibt. Wenn jetzt am Dienstag diese Zahl höher kommt als 1,86, dann tatsächlich können wir davon ausgehen, dass keine Zinssenkung kommt und der Kiwi wird stark gesehen. Kommt sie aber niedriger als erwartet, dann wird es dazu sehr, sehr wahrscheinlich zu Kiwi-Schwäche kommen. Also, New Zealand ist laut COT-Positionierung ein Long. Das ist die beste Trade-Opportunität diese Woche überhaupt, ist der Kiwi, um zu sehen, kommt der Cut oder kommt er nicht. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt, sonst einfach die 3 Minuten zurück surfen und sich nochmal anschauen, weil das Ding ist mega diese Woche. Das ist mega. Bleiben wir in der Region, was mit Australien? Donnerstag haben wir den Wage Price Index. 0,5 gegen 0,6, annualisiert 2,3 unverändert. Es gibt Enterprise Bargain Agreements, die nennen sich EBAs abgekürzt. Und seit 2017 hatten wir, die sind jetzt neu unterzeichnet worden, verzeichnen wir hier festeren Lohnzuwachs, der seit nicht mehr so hoch ist wie seit 2017. Und wir sehen, dass die Mindestlöhne im vergangenen Jahr um 3,3% gestiegen ist. Also, Wage Price ist wichtig. Die Leute müssen mehr Geld verdienen. Sie müssen, damit das ganze Ding da wieder in Schwung kommt. Freitag haben wir dann Employment Change. Markt erwartet 15.000 Stellen. Letztes Mal haben wir 14.700 dazu addiert. Markt erwartet, dass die Arbeitslosenrate leicht hochtickt auf 5,3 von 5,2. Achtung! Seit Beginn des Zinssenkungszyklus der RBA hat die RBA uns gesagt, dem Markt, lieber Markt, wir achten verstärkt jetzt auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes und wir stehen bereit und bei Bedarf lockern wir weiter. Also Vorsicht mit deinem Aussie Long aufgrund von Risk on, Risk off. Halbes Auge auf den Arbeitsmarkt hier halten. Zinssenkungen zusammen mit den Steuerausgleichszahlungen der Regierung haben zwar zur Stützung der Nachfrage beigetragen, das ist also Domestic Demand, sehr wichtig für die Domestic Volkswirtschaft, aber es wird wohl nicht ausreichen, um das Wirtschaftswachstum in 2020 wieder on Trend oder above Trend zu bringen. Ja? In den Wachstumstrend. Deswegen erwartet und preist der Markt im Moment im Februar nächsten Jahres eine weitere Zinssenkung der RBA ein. Das ist alles schon bekannt. Okay? Kommt die früher, Aussie Schwäche, kommt die später, Aussie Stärke. So einfach kann es sein. Pfund, was haben wir im Pfund? Da hatten wir heute Morgen GDP-Zahlen, die kamen schlechter. GDP, also quartalsmäßig kamen sie schlechter, month on month kamen sie so schlecht wie erwartet. Wir hatten Manufacturing Production, kam schlechter. Construction Output leicht besser, aber immer noch schlecht, seht ihr ja da unten. Industrial Production noch schlechter als letztes Mal, Goods Trade Balance noch schlechter. Die Zahlen waren nicht so gut. Preliminary Business Investment war besser. Das ist gut, das war tatsächlich gut. Wir brauchen das nämlich, dass Businesses wieder investieren. BIP wuchs insgesamt im dritten Quartal stetig, vor allem dank der starken Juli-Zahlen. Services war richtungsweisend. Ne? Das haben wir ja schon jeden Montag reden wir darüber, dass wir einen Unterschied haben zwischen Dienstleistungswirtschaft und herstellendem Gewerbewirtschaft. Und herstellendes Gewerbe schwächelt und Dienstleistung hält sich noch ganz gut. Und die Entwicklung in den 3 Monaten, die beäugt wurden, war im Bau ebenfalls ganz gut. So, im Stillstand, also dann hatten wir verarbeitendes Gewerbe, konnte nicht wachsen. Also Manufacturing schlecht.
Rückgänge in vielen Branchen wurden aber durch eine Erholung der Automobilproduktion wieder aufgeholt. Da hatten wir einen Stillstand im April. Das hatte damals noch mit dem Brexit zu tun. Müssten wir jetzt die alten Videos uns angucken. Wurscht. Dienstag haben wir Arbeitsmarktdaten. Da erwartet der Markt, dass der Volkswirtschaft in UK 90.000 Stellen entzogen werden. Ja? Vorher hatten wir einen Rückgang von 56.000 Stellen. Das war der erste Rückgang seit Oktober 17. Und jetzt wieder erwartet der Konsens minus 90.000 Stellen. Arbeitslosenrate unverändert mit 3,9 und Average Earnings Index unverändert mit 3,8%. Da müssen wir ein Auge drauf halten, ob der Arbeitsmarkt da anfängt zu schrumpfen in UK. Mittwoch haben wir Inflationszahlen, die werden leicht schwächer erwartet. Wichtig, die neuesten Prognosen des MPC sehen den CPI nicht vor dem vierten Quartal 2021 bei ihrem Ziel. Das heißt, nur weil hier 1,6 ist, das MPC, also die Bank of England, das Komitee, ist sich darüber bewusst. Und die sagen, wir erwarten sowieso erst, dass Ende 2021 wir bei unserem Inflationsziel ankommen. Donnerstag haben wir dann noch Retail-Sales-Zahlen, wird ein bisschen besser erwartet. Vor allen Dingen aber schau dir die annualisierte Zahl ein. 3,7 gegen 3,3. Das ist spannend. Also, wenn da mehrere Leute ihre Jobs verlieren, gehe ich davon aus, dass das Retail-Sales runterkommt. Wenn das nur vorübergehende Schwäche ist, dann ist das alles recht bullish hier. Was hat die Bank of England letzte Woche gesagt? Und wie hat der Markt reagiert? Die Bank of England war dovischer als erwartet. Dovischer als erwartet und das Pfund wurde abverkauft. Leicht, okay? Das war ganz, ganz interessant. Aber sie nimmt quasi ihre Annahme vom Tisch, dass es zu einem Hard Brexit kommt. Das war auch eine wichtige Neuerung. Okay, was sehe ich für diese Woche als Handelschance? Wer hätte es anders gedacht? Long Neuseeland, Short kanadischer Dollar. Warum? Neuseeland. 50-50, ob die Zinssenkung am Mittwoch kommt. Wenn sie nicht kommt, Long. Wichtig. Ich kann Long oder Short super am Dienstag entscheiden wegen der Inflation Expectation. Kommen die höher, dann haben wir eine super Extrempositionierung im Markt. Und dann gibt das einen schönen Short-Squeeze und dann könnt ihr in Neuseeland-Dollar long gehen. Super. Cut, jüngste Daten kamen schlecht. Employment Change kam schlecht rein. Housing Starts kam schlecht rein. IVPMI kam schlecht rein. Trade Balance kam schlecht rein. Okay? Das heißt, wenn der Öl weiter fällt, und wir haben ja gerade 53 Milliarden Barrels Öl entdeckt im Iran, plus die Kanadier pumpen durch die Pipeline wieder, also auch dieses Öl kommt wieder in den Markt, tue ich mich schwer, den Ölpreis diese Woche höher zu sehen. Kann natürlich immer idiosynkratisch etwas passieren. Irgendein Drohnenpenner schmeißt wieder irgendwas in irgendeine Bohrangelegenheit oder Raffinerien in Saudi-Arabien. Dann haben wir das Ding wieder über 60. Ist aber nicht schlimm, weil da oben liegen Gammas, bis der Arzt kommt. Was das ist, bilden wir aus. So, Risiko für den Trade. Kiwi, Zinssenkung kommt und dovische Ausrichtung in den Kommentaren der RBNZ. Und oder Öl steigt stark an. Das ist das Risiko für den Trade. Welchen Trade möchte ich eingehen? Buy Limit ungefähr um die 83,80. Target 70 Pips höher. Chance-Risiko-Verhältnis 1,5. Easy. Übrigens, wenn das Ding anläuft und richtig läuft, dann ist das kein 70-Pip-Trade, sondern dann reden wir hier wirklich von einem Short-Squeeze und dann wird das kein Swing-Trade, sondern dann wird das ein Position-Trade, den wir viel, viel länger handeln, beziehungsweise auch in einem anderen separaten Konto handeln. Gut. Ausbildung. Wer uns noch nicht kennt, tut mir bitte einen Gefallen. YouTube-Kanal abonnieren und definitiv Daumen hoch machen, wenn auch hier nur ein einziges Fünkelchen Information war, was du vorher nicht kanntest. Dann ist es fair, bitte Daumen hoch geben. Dann auf unserer Webseite dich eintragen für den Newsletter und nächstes Seminar buchen, 7. bis 9. März. Was ist in dem Seminar? 20-stündiger Videokurs Vorbereitung, 3 Tage Bootcamp, 40 Stunden weiterführende Videos, 8 Wochen Achtsamkeitskurs, weil du kannst es vergessen. Ich kann dir alles Fachwissen der Welt geben, wenn du deine negativen Glaubenssätze nicht auflöst. Geld verdienen muss schwer sein, mein Leben darf nicht leicht sein, die Reichen haben alle Dreck am Stecken. Dieser ganze sozialistische Bullshit, der uns eingepflanzt wird, das muss raus aus der Hirse. Das muss einfach nivelliert werden, das muss platt gemacht werden. Positive, neue Glaubenssätze dürfen da eingepflanzt werden. Ansonsten bringt dir mein gesamtes Fachwissen nichts. Ansonsten wirst du weiterhin deine Gewinner zu früh mitnehmen. Ne? Der Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach. Deshalb immer im Fitnessstudio habe ich mein JMFX-T-Shirt an. Nicht immer, aber oft. Da steht drauf, fuck the Spatz.
I don't give a shit about the Spatz, okay? Nobody in meinem Team will den Spatz haben. Ich habe nur Leute bei mir, die ihr Leben verändern und ich will Multimillionäre basteln. Nicht Millionär, Multimillionäre. Es ist möglich in diesem Beruf, weil er skalierbar ist, so viel Geld zu verdienen, wie es dein Glaubenssatz erlaubt. Ich sag nochmal den Satz. In diesem Beruf, weil er skalierbar ist, ist es möglich, so viel Geld zu verdienen, wie es dein Glaubenssatz erlaubt. Weil der Markt, mein Freund, ist so fett und so viel Geld geht darum, dass du da eintauchen kannst in die Fülle des Geldlebens. 5 Schritte Lernphasen mit Hausaufgaben und das allerbeste Danke an die Andrea, unsere Co-Ausbilderin, die das lebt und mit mir performt wie ein Weltmeister jede Woche in der Nachbetreuung. 16 Live-Webinare mit Hausaufgaben wird aufgezeichnet, mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, mit einer täglichen Betreuung in der WhatsApp-Gruppe. Einzigartig in Deutschland. Wir nehmen dich an der Hand und wir tragen dich über die Ziellinie. Gibt es sonst nirgends. Die Seminarplätze werden übrigens schon gebucht. Wenn du meinst, oh, ich weiß nicht, nächstes Jahr, jetzt habe ich Weihnachten, Silvester und hin und her. Good luck, my friend. Ich habe jetzt schon alle Termine für meine eigenen Weiterbildungen. 8 Stück habe ich für mich schon für nächstes Jahr im Kalender stehen. Sind alle schon bezahlt. I'm ready to go. Das Wichtigste, was ich jedes Jahr mache, ist Geld in meine eigene Bildung stecken. Es gibt nichts Wichtigeres. Bildung und Gesundheit. Und da stecke ich Tausende und Zehntausende jedes Jahr rein. Und nur so lebe ich von vorne. Führen von vorne haben wir das bei der Bundeswehr genannt. So, und jetzt wünsche ich euch eine mega Woche. Habt Spaß, Geld zu verdienen. Weil, ganz wichtig, traden macht Spaß, investieren macht Spaß, Geld verdienen macht Spaß. Schreib's dir auf deinen Spiegel, klebst dir an deinen Spiegel im Bad. Es macht Freude, Geld zu verdienen und es ist gut, Geld zu haben, mein Freund. Es ist super, weil es erleichtert dir alles andere. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bisschen länger heute, sorry. Wieso sorry? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir macht Spaß, euch das zu basteln. Auf geht's. Bis zur nächsten Woche. Euer Jay.